Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Wir haben beim letzten Mal noch mit allen unseren Crewmitgliedern hier gesprochen. In der, naja, Basis, wo wir jetzt sind. Alle haben noch ein bisschen was zu sagen gehabt. Alle haben irgendwie doch Angst, dass wir draufgehen. Wer kann es ihnen übel nehmen? Und jetzt, Anderson, ich denke, wir sind bereit. Commander? Admiral? Ich gehe den Lagebericht durch. Wie sieht's aus? Keine 25% von Hammer haben sich gemeldet. Werden es noch mehr schaffen? Bis auf einige Nachzügler ist der intakte Teil von Hammer größtenteils angekommen. Wir sind so bereit, wie es nur geht. Ich sehe nach meinem Team. Es geht bald los. Ich sag den Bataillonsführern Bescheid. Wir sind bereit, wenn sie es sind. Oh, ich glaube, ich hab mich verklickt. Wann immer sie bereit sind. Gehen wir, bevor die Reaper merken, was wir vorhaben. Ganz meine Meinung. Bataillonsführer, Meldung ans Haku. Es war schwer herzukommen. Aber jetzt beginnt der härteste Teil unserer Mission. Wir müssen mitten ins Herz des Reaper-Gebiets vorstoßen, ihre Verteidigung umgehen und es bis zu diesem Strahl schaffen. Was für eine Verteidigung? Es wimmelt dort von Reaper-Truppen. Aber unsere größte Sorge ist der Zerstörer, der den Strahl selbst beschützt. Kann sich darum die Luftunterstützung kümmern? Negativ. Irgendeine Interferenz. Wir müssen ihn vom Boden aus ausschalten. Sie haben einen Streifen durch die Stadt gelegt. Niemandsland. Da müssen wir zuerst durch. Auf der anderen Seite gibt's begrenzt Deckung, aber sicher auch schweren Widerstand. Wir müssen unsere Panzer herbringen. Wenn wir nah genug rankommen, können wir das Ding vielleicht ausschalten. Wie groß ist die Chance? Sie wissen, dass wir kommen. Für viele von uns gibt's keine Rückfahrkarte. Aber Rückzug kommt nicht in Frage. Immer voran, um jeden Preis. Verstanden? Hola! Jawohl, Sir! Johnson, Coates. Sie beide koordinieren die Artillerieeinheiten. Shepard, ich schicke Sie mitten rein, wo der Widerstand am heftigsten ist. Unterstützen Sie die Panzer. Aber bleiben Sie am Leben. Ich brauche Sie für den Vorschuss zum Strahl. Sie haben eine Minute. Wählen Sie Ihre Gruppe sorgfältig aus. Ja, wir sind die gleichen wie immer. Dieser Krieg hat uns nur Schmerz und Leid gebracht. Aber er hat uns auch verbunden. Als Soldaten, Verbündete, Freunde. Dieses Band zwischen uns ist etwas, das die Reaper niemals begreifen werden. Es ist mächtiger als jede Waffe. Stärker als jedes Schiff. Es kann nicht zerstört werden. Die nächsten Stunden entscheiden über das Schicksal der ganzen Galaxie. Jede Mutter, jeder Sohn, jedes Ungeborene. Alle vertrauen ihnen, damit sie siegen und ihre Zukunft sichern. Eine Zukunft ohne Bedrohung durch die Reaper. Fassen Sie Mut. Sehen Sie sich um. Sie kämpfen nicht alleine. Wir stellen uns dem Feind gemeinsam und besiegen ihn gemeinsam. So, ich nehme natürlich Garrus und Liera mit, wie immer. Achso, ja. Ausrüstung. Ich glaube nicht, dass ich da noch was ändern brauche. Phalanx. Habe ich eigentlich immer irgendwas Besseres als die Phalanx bekommen? Möchte ich gerade mal wissen. Ich hätte mir die Carniflex geholt. War die besser? Sie macht mehr Schaden. Aber eigentlich benutzt Liara sowieso die ganze Zeit die Locust. Also es ist egal. Ja, auch hier brauche ich nichts ändern. Passt schon. Punkte haben auch keinen neuen mehr bekommen. Muss passen. Thank you.
fehlt gerade irgendwie ein bisschen Sound bei mir. Okay. Shepard wollte gerade einfach nicht zielen. Meine Munition ist nicht aktiviert. So. Ist eure... Du hast die falsche Waffe. Und bitte Munition aktivieren. Ja, genau da. Und da. So, auch der Ort, wo wir jetzt sind, ich glaube, den kenne ich. Da muss es. Es gibt nämlich auch eine Multiplayer-Karte, die London heißt. Ich vermute mal, das ist jetzt der Ort, wo wir hier. Zumindest ein Teil dieser Map, wo wir jetzt sein werden. Nee, noch kommt mir das nicht bekannt vor. Nein. Die habe ich nicht gesehen. Au. Au. Das tat weh. Nicht nett. Immer fleißig draufhalten. Muss funktionieren. Da ist irgendwas mit Panzerung. Heuschrecke über uns. Ich wollte sagen, habe ich die Heuschrecke gebackt oder soll die stehen bleiben? Uiuiui. Die machen ganz schön Aufsehen. Ich hasse dieses Geräusch. Abgrundtief. Eigentlich hasse ich die, glaube ich, wirklich am meisten wegen dem Teleport. Ich meine, es gibt ja mehrere Gegner mit Insta-Kill. Bei den Phantoms habe ich es ja auch einmal quasi zeigen können. Die haben mich ja geinsta-killt. Aber die Banshees können das auch. Und trotzdem mag ich Banshees deutlich weniger als Phantoms. Wahrscheinlich halt echt bei Teleport. Und Teleport ist assi. So, ich bräuchte uns ein bisschen nichts. Au, eine Granate. So, wo noch muss ich hin? Da oben. Okay, sieht doch soweit ganz gut aus. Wir leben noch. Okay, jetzt hier hat irgendeine Zuordnung, die ich aus dem Dorf bekomme. Verstanden. Wahrscheinlich eine Truppenbewegung. Das Geräusch mochte ich jetzt nicht. Ah, Rolling, ja gut, Rolling ist kein Thema. Hat übrigens auch einen Insta-Kill, Rolling. Wo wir gerade beim Thema waren. Oh, Moment, noch einer? Jetzt okay, einen müssen dann nicht sein. Das ist, was anderes. Au. Schön. Ja. C hat irgendeine Zuordnung. Ich komme die ganze Zeit auf C, wenn ich die Waffe wechseln will. Wir werden hier draußen abgeschlachtet, Commander. Verdammt. Kompanie Kilo wird zerstört.
benutzen? Nein? Schade. Aber siehst du, ist doch kein Ding. Wir haben aufgeräumt. Muss ich jetzt hier runter oder gehe ich hier durch die Tür? Ich muss irgendwo da hinten hin, also wahrscheinlich einfach durch die Tür und dann weiter. Oh, was ist das? Reliquid. Ja, ich benutze irgendwie Medigel. Also gut, meine Arsch. Augen aufhalten. Die Gebäude geben uns Deckung. Aber der Feind kann sich besser. Weg mit dir. Weg mit dir. Und weg mit dir. Und weiter. Wir haben nicht genug Platz, um die Panzer zu manövrieren. Zurück, was nötig. Aber finden Sie so schnell wie möglich einen anderen Weg. Bestätige. Ich glaube, das ist gut. Schon wieder dieses widerliche Geräusch gehört? Oder war es nur das Geräusch von den anderen Dingern? Ups. Ach, komm schon. Ja, es war das Geräusch von den Dingern. Okay, das ist ein Willkommen. Ein Drohling habt ihr doch gerne. Mit einer Radar haben. Oh, schade, es geht im Multiplayer. Da kann man immer mit der Blickwürde durch Deckung schießen. Sieht wirklich ähnlich aus. Es ist nicht das gleiche wie die Multiplayer-Karte ist, aber sehr stark ähnlich. Muss ja auch nicht sein, dass wir den gleichen noch nicht finden werden. Ah. Okay. Du bist kaputt. Du bist kaputt. Du bist kaputt. Du auch. Mensch. Ich muss ehrlich sagen, ich wünschte mir gerade doch, dass ich einen Sturmgewehr mitgenommen hätte. Das wäre hier unten echt praktischer. In diesen engen Räumen. Am besten noch Schrotze. Au. Schepper. Ich hasse es. Ich hasse es abgrundtief. Sprinten und Rollen auf eine Taste ist kein Ding. Aber Deckung? Immer wenn ich ausweichen will, gehe ich stattdessen in Deckung und sterbe. Ich hasse, wer auch immer dafür verantwortlich war. Der Zerstörer hat uns entdeckt. Wir machen die Tanix-Raketenschuss bereit. Nicht Feuer. Sie machen ihn verrückt. Ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, wo wir sind, wie nah am Ziel wir sind oder wo genau wir überhaupt hinlaufen, aber vor mir sind Gegner und ich knall ich ab und hier komme ich nicht weiter. Natürlich. Warum nicht? Ziel sagt irgendwo da hinten. Komm ich hier nicht hoch? Nö. Hä? Komm ich hier hoch? Ah. Vielleicht? Nö, doch nicht. Hä? Achso, da vorne ist eine Tür. Hm. Immer diese versteckten Türen, statt dass man einfach mal irgendwo ein bisschen über Schutt läuft. Frage.
einfach gerade diese Nachricht, ne? Die sind angekommen, aber stark dezimiert. Ich dachte, das war von vornherein klar, dass wir quasi alle draufgehen werden. Ich darf mich daran erinnern, als wir mit Hackett gesprochen hatten, war der Plan noch, als wir mit Hackett und Anderson gesprochen haben, hieß es noch, der Plan ist einfach so, ja, wer kann, also wer bis zum Strahl kommt, geht durch und ja, der Rest geht halt wieder, weil sie draufgehen. Das war unser Plan. Ja, komm. Versteckst du dich einfach da unten, du Sack. Gehen wir einfach mal da runter. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch einfach nicht. Spielsack. Das gefällt mir halt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, lange, enge Gänge, wo von überall Gegner kommen können, das gefällt mir überhaupt nicht. Hier hast du ein paar Granaten, spiel damit. Ich schlag nach. Hallo. Viera, du sollst das Ding angreifen. Nichts für ungut, aber das wird, glaube ich, für einen Reaper ziemlich putzig. Ich glaube nicht, dass du mit den Waffen da irgendwie was machen kannst. Das vielleicht schon eher. Wo bleibt der Feuerschutz? Wir brauchen Verstärkung auf! Ja, das hat gut funktioniert. Ah, das ist die Map. Das ist sie, wirklich. Gut, die beiden... Die Kanone hier ist neu, aber sonst ist es die Map. Ups. Eieiei. Okay, das soll ich richtig machen. Ach, wie die Schilde wieder voll sind. Die Raketen stehen sonst nicht, aber ansonsten ist das die Mitplanung. Die Kompanie wurde ausgelöscht. Commander, hören Sie mich? Major, wie ist die Lage? Der Strahl stört das Raketenzielsuchsystem. Wir treffen den Zerstörer, aber niemals mit der nötigen Präzision, um ihn auszuschalten. Verdammt. Edi, hören Sie mich? Jawohl, Commander. Irgendwelche Vorschläge? Ich könnte die Systeme der Normandy verwenden, um die Zielsuche der Raketen zu verbessern. Ausgezeichnet. Sie müssen einen Link von den Raketensystemen zur Normandy öffnen. Wird gemacht. Okay. Oh, tatsächlich noch ein Level-Up bekommen. Mal sehen. ja, ich kann mir nochmal die taktische Tarnung immer hochleveln. Und ja, die anderen haben jetzt wahrscheinlich... Ja, 4 Punkte, 6 bräuchten sie. Dumm. Ich kann ein bisschen rumspielen. Oh, ich hasse es jetzt schon. Warten wir's. Hier ist Admiral Anderson. Die Reaper Bodentruppen machen einen Vorstoß. Stellung halten und die Panzer beschützen, bis wir zum Schuss kommen. Sie haben's gehört. Bereit machen. Da sind sie. Ja, das... Ups. Ist ein kleines bisschen unpraktisch, wo wir hier gerade sitzen. Das ist wirklich unpraktisch. Ne, ich merke, das Gebäude steht im Multiplayer noch. Aber ansonsten. Ach, komm schon. Viera, hörst du mal auf, schon hier umzukippen. Das ist ja langsam zur Gewohnheit. Zur schlechten Angewohnheit.
Richtig nicht? Genau, man kann nur durch Wände wieder beleben. Aufstehen, zu mir kommen und einfach weitermachen wie bisher. So, ich würde sagen, eigentlich können wir hier auch mal den Park für heute beenden. Und beim nächsten Mal dann. Eieieiei, wo? Ach, da. Beim nächsten Mal dann gucken wir dann, dass wir das Ding da loswerden. Bis dahin. Ciao.